Kinder haben ganz große Freude daran, im Chor zu singen. Und das konnte man relativ früh schon bemerken, dass sie einfach gerne zusammen singen. Und daraus ist dann der Mittagskinderchor entstanden. Ich muss essen, dass ich gut singen kann. Apropos singen, wann haben wir heute Chor? Heute. Wann? Heute. Was wollen wir singen? Kaktus. Könnt ihr gar nicht. Doch. Sie haben da einen Kaktus. Da draußen am Balkon. Hallari, hallari, hallaro. Musik verbindet. Sie sollen Freude an der Musik haben. Wir sind hier in einem Brennpunkt und es geht tatsächlich nicht allen Kindern gut. Aber sie sollen auch mal ihre Sorgen vergessen und die 6 in Mathe und die 5 in Deutsch. Die Sorgen vergessen und singen, das ist mein Anliegen. Das Schönste ist hier, dass wir jeden Dienstag und Donnerstag mit Heidi Chor haben. Also ich finde, dass der Chor sehr gut singt. When I was just a little girl. Und dass wir, also wir verbessern unsere Musiknote in der Schule. Hey, Sarah, Sarah, whatever will be. Und es macht mir sehr Spaß, mit Heidi zu singen. Ein Vogel wollte Hochzeit machen in den grünen Wald. Fidaralala, fidaralala, fidaralala. Wir singen sehr viele Lieder und wir wollen auch eine CD aufnehmen. Dafür üben wir sehr viel. Und wir hatten uns jetzt überlegt, dass das eine schöne Erfahrung sein könnte für unsere Kinder, mal so ein Projekt zu beginnen, in dem deutsche Weihnachtslieder gesungen werden. Also Kaktus hin, Kaktus her, Käsera hin oder her. Wir üben aber auch Weihnachtslieder. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Ja, also wir werden erstmal singen, bis wir das sehr gut können. Und danach werden wir eine CD machen und werden das verkaufen. Oh, Tannenbaum! Zwischen den einzelnen Liedern, die die Kinder singen, werden Moderationstexte gesprochen. Dafür konnten wir Thorsten Schröder, der Stiftungsbotschafter bei uns ist, und die Schauspielerin Saskia Valencia gewinnen. Alle Jahre wieder. Jetzt machen wir ja die CD und da habe ich ja nur leuchtende Kinderaugen gesehen. Und da sind wir jetzt richtig dabei und üben 2-mal in der Woche. Tja, und wenn wir das dann verkaufen, da sind wir dann besonders stolz drauf. Wir haben ja mehr als 200 sozial benachteiligte Kinder, die wir ganz regelmäßig betreuen. Und um diese Arbeit mit den Kindern sicherstellen zu können, brauchen wir Spenden. Und ergänzend zu den Spenden stellen wir uns vor, dass so ein tolles Projekt Einnahmen bringt, die natürlich sehr, sehr wichtig sind für den Betrieb der Kindertreffs. Ey Leute, kauft die CD, wir brauchen Geld für die Stiftung. Du bist das Coolste, kauft bitte die CDs. Ey, ihr müsst die CD kaufen, die ist echt toll. Vergiss nicht, immer fröhlich sein. Oh, Tannenbaum. Die Weihnachts-CD wird eine ganz schöne Brücke schlagen zwischen den Kindern, die wie unsere Kinder hier in diesen Stadtteilen leben, in denen das Leben viele Schattenseiten hat. Zu den Menschen, die sich eine solche CD kaufen können und die eben in ganz anderen Lebenssituationen das Glück haben, zu Hause zu sein.